Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einem neuen WWE 2K20 Projekt, was leider etwas spät auf meinem Kanal erscheint, Waste and Wanderers, aber ich habe vorher absolut keine Zeit gehabt, lag eben daran, weil ich beim Eishockey war, weil ich habe ja eine Dauerkarte bei den Kölner Haien, wo ich mir jedes Heimspiel anschaue und dann ist Waste and Wanderers eben erst rausgekommen, als ich in Köln gewesen bin und als ich dann nach Hause gekommen bin, war es dann mir persönlich etwas zu spät, da ich halt auch die anderen Folgen aufnehmen musste, ja, und dann habe ich mich jetzt dazu entschlossen, hey, ich habe ja heute einen Weihnachtsstream gemacht auf Twitch, also werde ich Waste and Wanderers da aufnehmen. Ja, was uns erwartet heute hier in diesem DLC? Ich habe noch keine Ahnung, ich habe nur diese Eröffnung gesehen von The New Day, die ich leider jetzt nicht für euch habe. Vielleicht kommt es ja gleich nochmal. Wir gehen jetzt mal hier rein. Und ja, da ist hier nochmal die Erklärung. Hier, so, hier jetzt mal der Text dazu. Waste and Wanderers, schnell noch Wasser und Nahrung aufstocken. Waste and Wanderers ist da, fordere dich selbst in postapokalyptischen Türmen heraus, kleide deinen Superstar im Wasteland-Stil ein und tritt deinen Gegnern in neuen Arenen gegenüber. Und wenn du dann soweit bist, hilfst du in unserem Originals-Showcase Seth Rollins dabei, es mit einem despotischen Tyrannen in dessen wahnwitzige Arena aufzunehmen. Warum können wir da nur... Ah, okay, das andere ist der Royal Rumble Event, das hat damit nichts zu tun. Ja gut, dann gehen wir mal in dieses Waste and Wanderers-Ding rein. Das gibt's für alle, die Deluxe Edition haben, gratis. Ich glaube, die anderen Leute müssen dafür Geld bezahlen. Fragt mich jetzt aber nicht, wie viel es ist, das kann ich euch leider auch nicht sagen, weil ich mir eben immer die Deluxe Edition von WWE kaufe und dadurch eben alle DLCs gratis erhalte. So, dann gehen wir mal rein und gucken, was uns hier so erwartet. So, da sehen wir jetzt erstmal... Alter, wie geil sieht denn Seth Rollins bitte aus? So, das ist hier auf jeden Fall das, was wir hier machen können. Die ganzen... Alter, auch Roman sieht verdammt cool aus. So, dann wird das auf jeden Fall eine schöne Sache. Wie viele Roman-Sachen gibt es denn hier? Hier, Pete Dunne, Rhea Ripley, Elias. Belohnung, was haben wir denn da Schönes? Also einmal Arctic Shield Roman Reigns, alles klar. Oh, Samoa Joe sieht auch ganz cool aus. Dann haben wir hier Ali Fortune Fighter, Corbin the Gatekeeper. Dann haben wir Corrupted Jack Gallagher. Der sieht mal richtig nice aus. Richtig cool. So, Grand Champion Batista. Dann hätten wir noch hier diesen Seth the Wanderer bei Abschluss der Showcase-Episode im Griff des Overlords und Overlord Samoa Joe. Den bekommen wir auch noch, wenn wir das Ganze eben wohl abgeschlossen haben. Ja, dann können wir mal gucken, dieser ganze Kram. Wir gucken uns einfach erstmal das Video an, was uns hier erwartet, weil das habe ich leider für euch nicht aufnehmen können, weil ich bin in WWE reingegangen und dann ist eben das Ganze direkt gestartet. Deswegen gucken wir jetzt mal, wie das so aussieht. Hier sehen wir halt jetzt wieder... So wie es auch schon beim Bump in the Night DLC war, The New Day, aber mit verdammt coolen Klamotten, das muss man schon sagen. Ja, aus Lizenzgründen habt ihr hier keine Sounds, weil das wird relativ schnell von der WWE gestrikt. Vielleicht hat es damals der ein oder andere mitbekommen. Ich habe nämlich ein kritisches Video gemacht mit Fix WWE 2K20, was gestrikt wurde. Deswegen sind die hier bei solchen Dingen eben sehr, sehr, ja... Genau, was so Content angeht mit Stimmen und sowas. Deswegen, das Ganze für euch halt nur hier mit den Untertiteln. Aber ohne Mist, der Style von beiden, von den dreien ist schon echt so richtig gut. Das wäre was. Ohne Mist, die drei Outfits hätte ich gerne im Spiel. Stellt euch mal The New Day mit dem Outfit vor und einem neuen Stable-Namen. Wie geil wäre das denn bitte? Sehr, sehr cool. So, ich bekomme gerade die Information. 14,99 kostet dieses DLC. Muss ich allerdings sagen, ist zu teuer, Leute. Vor allem, weil ihr kriegt damit die Deluxe Edition für 44,95, glaube ich, bei Amazon. Also, ja, was machen wir denn als erstes? Ich würde sagen, das werden zwei Projekte jetzt zusätzlich pro Tag. Ihr bekommt einmal hier dann hier sowas. Und da bekommt ihr einmal den Tower. Ich würde aber sagen... Wir fangen mal mit dem, beziehungsweise gucken wir den Tower rein. Ja, wir fangen mit dem Tower einfach mal an in dieser Folge. Weil es vielleicht dann doch das Interessanteste für uns alle. Alter, wie krass draus mit den Autos.
Reihenfolge ganz, ja, es wäre grauenhaft. Oh, die sind so kaputt, die drei. Es ist auf jeden Fall eine sehr coole Einstimmung, das muss ich schon zugeben. Und hier sehen wir diese mega kranke Arena, Mann. So, ja, und nachdem ich jetzt hier ein... Es war kein Bluescreen, es war einfach, das Spiel ist da in diesem Ding hängen geblieben. Ich hoffe, da kam jetzt nichts Wichtiges mehr. Wir starten auf jeden Fall unser Match heute in einem False Count Anywhere Match. Overlords Coliseum. Seth the Wanderer gegen Corbin the Gatekeeper. Ja, das sind einige Matches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also freut euch auf den nächsten 7 Tagen immer Wasteland Wanderers DLC-Content auf meinem Kanal zu bekommen. Uhrzeit, keine Ahnung. Ich werde es... Oh, wie teilen wir das auf? Das ist eine gute Frage. Ich werde es wahrscheinlich dann zwischen den Evoverse-Folgen reinhauen. Und dann zwischen der Evoverse-Folge und der letzten Mr. Christmas in the Bank-Folge dann das andere. Ja, dann gehen wir mal rein, gucken, was uns hier so erwartet. Option, legendär, Aufgabe, Minispiel lassen wir so und los geht's. So, da haben wir 4 Tage. Seit 4 Tagen habe ich kein Essen oder sauberes Wasser mehr gefunden. Das ist zu lange. Ich gehe ungern in die Ruinen, aber verzweifelte Situationen und so. Hier draußen darfst du keine Schwäche zeigen, sonst überlebst du nicht lange. Man weiß nie, auf wen man hier trifft. Schau mal, wen haben wir da? Ein weiterer Wanderer auf der Suche nach Vorräten oder Unterschlupf? Oder was suchst du? Ich suche nur was zu essen und Wasser. Die alten Ruinen sind ein guter Ort dafür. Hahaha, die anderen Ruinen vielleicht, aber diese hier. Hier gehört alles dem Overlord. Wenn du was willst, musst du es dir erst verdienen. Ach was? Und was habt ihr hier, dass meine Zeit wert wäre? Lieber Riot Squad? Warrior Ruby Riot? Hast du schon selbst gesagt, Essen und Wasser. Wenn du was davon willst, musst du nur den Overlord unterhalten. Dann bekommst du es. Danke, kein Interesse. Oh, das sehen wir anders. Warte, wir? Uff. Oh mein Gott, Heavy Machinery. Alles klar. Hahaha, willkommen in der Arena, Kumpel. Wie gesagt, wer irgendeine Schwäche zeigt. Uff. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, die Kopfschmerzen oder der Gestank. Mach mal langsam, Kumpel. Du hast da einen üblen Schlag abbekommen. Gentleman Jack Gallagher. Wo bin ich? Nicht in einem Fanclub, so viel ist sicher. Das heißt, wer weiß, vielleicht war er das mal. Könnte schon sein. Na toll. Das ist die Arena des Overlords. Wenn du kein Händler bist, der ihn hintergangen hat, musst du einem seiner Rekrutierungstrupps in die Hände gefallen sein. Also herzlich willkommen in der Familie oder so. Rekrutierungstrupps? Rekrutierung für was? Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ein Star. Das klingt nicht gut. Naja, zumindest für kurze Zeit, je nachdem, wie gut du dich im Ring schlägst. In welchem Ring? Uff. Zeit für deinen großen Auftritt. Komm mit. Ja, jetzt geht's los. Ich verzichte lieber, wenn das okay ist. Ich sagte hoch mit dir. Du solltest besser mitspielen, Kumpel. Dann hast du zumindest eine geringe Chance. Du wirst zur Belustigung des Overlords in seiner Gäste kämpfen. Wenn du gewinnst, kommst du weiter zum nächsten Match. Und wenn nicht, das hängt davon ab, ob du den Overlord beeindruckst oder nicht. Wenn du gut bist, behält er dich. Wenn nicht, also dann gibt es hier mal sicher kein Essen oder Wasser für dich. Das ist tatsächlich weniger schlimm, als ich gedacht hätte. Okay, also halte die Ohren steif. Du wirkst wie ein netter Kerl. Also hoffe ich mal, dass ich dich in einem Stück wiedersehe. Na toll, sehr beruhigend. Oh, schau mal. Da ist der Müll, den ich raustragen muss. Warte, wie bitte? Manchmal kommt Müll von draußen rein. Ich sorge dafür, dass er wieder rausfliegt. Wirklich? Und ich brauche nur mehr einen Sieg, um mir meinen Platz am Tisch zu sichern. Den Platz am Tisch? Die meisten kämpfen um irgendwelche Schätze und ziehen dann weiter, aber ich denke, ich gehöre hier und gehe nirgendwo hin außer nach oben. Und deshalb muss ich dich rausschmeißen. Ob es mir gefällt oder nicht, ist nichts Persönliches. Nichts Persönliches, du sagst es, wir sehen uns im Ring. Nices Logo. So, dann sind wir in einer richtig krassen Arena drin. Vom Wasteland Wanderers DLC. Alter, der Ringrichter ist überhaupt nicht verstaubt.
Oh mein Gott, ist das geil! Ich will auch so eine fucking Fackel haben! Die passt zu Joey Samuels! Das ist, glaube ich, der Entrance, den habt ihr doch mal bei WrestleMania gehabt, oder? Das ist ja mal mega nice! Oh mein Gott, ich will diesen Entrance haben! Wenn der jetzt Professor zum Fackelträger wird, Joey Samuels. Das gucken wir uns auf jeden Fall. Ey, dieser Entrance, mega, mega gut. Und das ist einfach das, was ich so schlimm finde. Du guckst auf Facebook hier in diese 2K-Dinger rein, hier auf die Seite von denen, und es wird nur gemeckert. Ich finde das jetzt schon Hammer. Aber, wir haben keinen Walter. Jo, dann haben wir halt Walter nicht. Aber wir haben auch eine Zielgruppe, die sowas anspricht. Du kannst ja nicht jedem eine Freude machen. Das ist doch geil, sowas. Aber es ist halt die deutsche Meckergesellschaft. Alles scheiße. Gegen alles, gegen alles. Sperrt euch einen Keller ein, Mann, wenn es euch nicht gefällt. Entwickelt euer eigenes Spiel. Aber versaut nicht denjenigen das Spiel, die Bock drauf haben. So. Jetzt bin ich mal auf Corbin gespannt. Der ist aber auch schon ein bisschen anders, oder? Wenn er jetzt abwinkt, ist er... Nee, er winkt nicht ab. Das scheint ein neuer Entrance zu sein von Corbin. Was hat der auf der Brust drauf? Das ist eine Kartoffel? Oder so eine Hähnchenkeule ohne Knochen? Aber die Klamotten sind mega geil, Mann. Weil ohne Scheiß, ich mag so einen Style. Das ist genau das, was ich eben schon bei The New Day gefeiert habe. Richtig cool sowas. Vor allem finde ich, das sieht grafisch auch geil aus. So diese Effekte, richtig gut. Aber das Spiel hat ja PS2-Grafik. Alles klar. Zeig mir die PS2, die sowas konnte. Meine konnte das nicht. Aber ist halt lustig, allen was nachzuplappern, wenn es einer geschrieben hat. Ey, dann ist das total komisch. Ja, dann schauen wir mal. Burn it down, burn it down. Oh, dieser blaue Himmel ist schon echt nicht schwer. Alter, der Ref sieht cool aus. So, Ziele-Checkliste. Gehe zur Ziele-Checkliste. Im Pausenmenü, wenn du Hilfe benötigst, die Aufgaben zu erfüllen. Ja, kriegen wir hin. Erstmal hier reinkommen. Gott, ich habe ewig kein Match mehr bestritten. Ich gucke hier nur noch zu im Evoverse. So, haben wir. Ein mittlerer Griff. Okay, das war kein mittlerer Griff. Wie geht denn ein mittlerer Griff, Mann? Ach, einfach nur X drücken. Ich dachte, das wäre ein normaler, keine Ahnung. Ein schwacher Griff. Hammer Throw zu Boden. Hey, wo willst du hin, Mann? Komm her! Pflaume da draußen. Das habe ich mir selber wehgetan. Ja, was anderes kannst du nicht hier außer Opossum. So, einmal bitte wieder rein, weil ich muss dich jetzt rausschmeißen. Das ist meine Aufgabe. Ich finde auch hier diese... Ach shit, das war falsch. Unten da, dieses aus dem Stoff, das Material sieht echt cool aus. Machen wir. Wait, when he loses, we have to go find another sucker for the ring, don't we?
Ja, und wir hören den Riot Squad als Kommentatoren. Während du dich auf der Eingangsseite des Rings befindest. Das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite, oder? Gehen wir mal dahin. Komm her, Baron Corbin. Hey du, Depp. Boom. Alter, ist das cool. Wie geil wäre das, wenn es das Oh My God Move geben würde. Geil, da steht einfach Rev drauf, hier so ein Gefühl mit Edding geschrieben. Bleib hier! Nein! Nein, ich habe keinen Konter, ich Depp. Habe ich nicht aufgepasst. Komm her. What the hell war das denn? Alter, was war das für ein Signature? Curbstomp 2? Wie geht denn der Curbstomp 2? Okay. Will dich mit Lamp vor Corbin. Okay. Ich musste jetzt nichts extra drücken. Ich dachte schon. Natürlich kontert er es. Alles klar. Gib mir deinen Finisher, Mann. Buongiorno. Also ich muss auch tatsächlich, auch wenn das jetzt erst das erste ist, was ich hier von diesem DLC spiele, es unterhält mich echt mehr als Bump in the Night, aber ich bin halt nicht so der Typ so für diesen Zombie-Kram. Buckelbomb! Kann nichts tun! Oh nein, End of Days. Oh, die Ratte! Nein! Scheiße! Oh Gott! Och nö! Oh! Ja, Versuch Nummer 2, meine Freunde. Ich hoffe, der Break oder der Cut war jetzt nicht zu extrem. Aber es ist echt cool, muss ich sagen. Wobei, eigentlich lass den Favor so einfach drin.
Boah, war das schlecht von mir. Einfach geleckt. Das ist meine einzige Argument, was ich habe dafür. Was ist los? Boah. Habe ich nicht aufgepasst. So. Ach Mann, Opossum. Dort will ich direkt abbrechen. Wieso hat denn das jetzt nicht geklappt? Jetzt hat's geklappt. Ach so, außer. Ja, okay, das machen wir auf der anderen Seite, weil wir müssen ja sowieso gleich darüber. Alles klar, einfach mal den Moonsault raus. Du Schwein! Geh weg. Warum habe ich denn... So, geht doch. Das sieht so geil aus hier, diese... Schade, dass halt diese Einblendung ist von den Texten. Weil das sieht schon cool aus, also dieser Cursor mit der Treppe. So, ich werde jetzt auch gleich mal meinen Signature nicht benutzen, nicht, dass mir das gleiche passiert. Die Ref-Hose ist cool. Dieser Trash-Talk vom Riot Squad ist so geil. So, und jetzt? Komm hier rein, Mann. Hoffentlich zählt das noch zum... Nein, er kontert! Du Ratte. Boah. Och Mann, schon wieder. Boom. Es wird wieder gekontert. Mann, impossibile. Wieso von vorne machen? Müsste ihm einfach ein paar Mal hier was abziehen.
Ach, Gott sei Dank kein Deep Six. Darf ich eigentlich Waffen benutzen? Bestimmt, oder? Ich habe keine Lust, dass das jetzt hier gleich in die Hose geht. Nein! Was? Ich hab's doch gekontert! Ich hab doch Dreieck gedrückt, Mann! Also, da komme ich raus, natürlich, weil eben, wo das ein Kilometer breiter war, da komme ich nicht raus. Komm mit, Corbin. Laber nicht! Ich habe ein Comeback, aber das lasse ich jetzt mal. Was war das denn? War das so beabsichtigt? So, das sieht doch besser aus. Er kommt raus! Was? Alles klar. Was ist mit dem falsch? Achso, ich habe ja noch ein Comeback. Ja. So, buongiorno. Schoolboy Superkick. Das gibt's doch nicht. Alles klar, ey. Dunkelroter Kopf, Mann, das müsste reichen. Jawohl! Sehr, sehr cool! Sehr, sehr cool! Das hat echt Spaß gemacht. Ja, Leute, dann gucken wir uns mal an, ob hier nach jetzt noch was kommt. Oder ob wir direkt im Menü landen. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich direkt im Menü landen. Deswegen gucken wir jetzt hier nochmal seine Siegesfeier an. Aber ich glaube, das ist die identische, wie er auch bei seinem normalen Seth Rollins Charakter hat. Aber auf jeden Fall stand jetzt ein sehr, sehr geiles DLC. Kann ich empfehlen, wenn ihr die Deluxe Edition habt. 15 Euro würde ich jetzt wahrscheinlich nicht bezahlen extra dafür. Aber trotzdem. Ja, da sehen wir noch die Zusammenfassung, was wir alles gemacht haben. Alle Sachen erfüllt. Wir haben hier Baron Corbin, The Gatekeeper freigeschaltet und 1000 Münzen oder 1000 VCs. Dann gehen wir zurück ins Menü. So, und da kommt tatsächlich hier nochmal was. Gut gemacht, in der Tat, das war eine ziemlich gute Show von dir. Und wie geht's jetzt weiter? Ich weiß nicht, erstmal eine kurze Pause und dann erfahren wir, wer dein nächster Gegner ist. Es gibt jetzt schon das nächste Match. Was denkst du denn, wo du hier bist? Ja, du kämpfst gleich weiter. Du bist hier nichts weiter als ein Spielzeug und der Overlord wird mit dir spielen, bis du kaputt bist. Verstehe, der Overlord hat gerne Action in seiner Arena, nicht wahr? Fantastisch. Willst du dir das nächste Match ansehen? Nicht wirklich. Wie du willst. Ich weiß nicht, wie lange ich da hinten war. Ein paar Minuten, ein paar Stunden. Nicht, dass es wichtig wäre. Als ich die Augen öffnete, wusste ich, dass ich weg musste. Bist du wach, Kumpel? Jetzt schon. Gut, denn jetzt bist du dran, Kumpel. Na toll, ich hatte schon Angst, ihr hättet mich vergessen.
Träum weiter, komm, machen wir dich bereit für den nächsten Kampf. Dein nächster Gegner ist ein gerissener Hund. Wenn du gewinnen willst, musst du schnell denken und vor allem schnell handeln. Warum sagst du mir das? Einerseits, weil ich dich zum Match begleiten soll, aber unter uns, ich denke, du bist was Besonderes und ich will sehen, ob ich recht habe. Ich kämpfe hier für niemanden außer für mich selbst. Ach so, ich denke, du irrst dich. Ob es dir gefällt oder nicht, und jetzt los. Ja, so habe ich es nicht gemeint, aber er hat recht. Ihre Rekrutierungsmethoden gefallen mir nicht. Sie hätten mich einfach gehen lassen sollen. Gut, da wären wir. Er kann dich überall pinnen und das wird er weitlich ausnutzen und du musst es verhindern. Verstehe. Danke für die Warnung. Ja, Leute, das war jetzt schon ein Teaser zu dem, was morgen passieren wird. Und zwar treffen wir morgen auf Ali Fortune Fighter. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass wir da direkt so weiterkommen, weil ich glaube, beim Bump in the Night jetzt hieß man dann zurück ins Menü gekommen. Auf jeden Fall, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Wie gesagt, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie euch das DLC so gefällt. Links zu meinen Social Media Accounts findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal ein Follow hinterlassen würdet. Facebook, Twitter, Instagram. Link zu meinem Twitch-Kanal, alles dort zu finden. Und ansonsten. Ja, wenn ihr bei meinem Community Universe, dem Eververse, mitmachen möchtet, dann schaut auch mal in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr die ganzen Teilnahmedingungen. Ansonsten täglicher WW2K20 Content auf meinem Kanal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinem Kanal ein Abo hinterlasst, wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Wünsche euch allen dann noch einen schönen Tag. Lasst es gut gehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.